Tenet, taking power further. Deutschland baut seine Stromnetze aus. Damit die Energiewende gelingt und der erneuerbare Strom zuverlässig in jede Steckdose gelangt. Aber wie funktioniert der Transport erneuerbarer Energien? Üblicherweise gibt es zwei Möglichkeiten, elektrische Energie an Land zu übertragen. Die erste kennt jeder: Freileitungen. Freileitungen prägen das Bild unserer Landschaften seit Jahrzehnten. Sie haben sich technisch bewährt und funktionieren sehr zuverlässig. Freileitungen verlaufen über rund 55 Meter hohen Masten, die in einem Abstand von durchschnittlich 400 Metern stehen. Zum Vergleich, ein Windradmast zum Beispiel ist mehr als doppelt so hoch wie ein durchschnittlicher Strommast. Trotzdem können Freileitungen das Bild historischer Kulturlandschaften und naturnaher Räume beeinträchtigen. Ebenso Sichtbeziehungen im Wohnumfeld. Deshalb wünschen sich viele Bürger, dass neue Stromleitungen möglichst wenig auffallen. Hier wird eine zweite Möglichkeit des Stromtransports interessant: Erdkabel. Erdkabel werden im Wechselstrom-Höchstspannungsnetz nur verlegt, wenn es technisch und wirtschaftlich effizient ist und der Abstand zwischen Stromleitungen und Wohngebäuden weniger als 400 bzw. 200 Meter beträgt. Diese Mindestabstände gelten für Pilotprojekte, die wichtige Erfahrungswerte für den Bau und den Betrieb von 380 kV Erdkabeln liefern sollen. Herausforderungen beim Erdkabelbau sind zum einen die Muffenverbindungen zwischen den Kabeln. Aber auch das Queren von Höhenzügen und Forstgebieten ist anspruchsvoll. Gleiches gilt für Verkehrswege, Straßen, Autobahnen und Eisenbahnlinien. Und selbstverständlich müssen, unabhängig von Kabeltrassen oder effizienzsteigernden Crossbonding-Muffen, land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen auch dann noch problemlos zu bewirtschaften sein, wenn eine Erdkabeltrasse unter ihr verläuft. Ob schützenswerte Feuchtbiotope oder Gewässer aller Art besser unter- oder überquert werden, hängt immer ganz vom Einzelfall ab. Wir sehen, Strom auf der Höchstspannungsebene kann also nicht nur über, sondern auch unter der Erdoberfläche transportiert werden. Wie aber gelangt die Leitung unter die Erde? Für den Übergang einer Freileitung zum Erdkabel und umgekehrt bedarf es einer Kabelübergangsanlage. Diese nimmt eine Fläche von rund 50 x 70 Metern ein. Die daran anschließende unterirdische Kabeltrasse ist dann wesentlich schmaler. Außerdem unterscheidet sich ihre Breite in der Betriebs- und Bauphase deutlich. Damit die Erdkabel verlegt werden können, wird ein 1 bis 2 Meter tiefer Graben ausgehoben. Der nährstoffreiche Mutterboden und der restliche Bodenaushub werden dabei getrennt voneinander gelagert. So kann der Baugraben nach Abschluss der Arbeiten wieder ordnungsgemäß verfüllt werden und der nährstoffreiche Mutterboden bildet wieder die oberste Erdschicht. Anschließend werden die Leerrohre verlegt. Durch sie werden später die stromführenden Kabel verlaufen. Jedes mit einem Durchmesser von bis zu 16 cm und einem Gewicht von rund 40 kg pro Meter. Zur Steuerung der Stromleitungen und der damit verbundenen Umspannwerke werden außerdem Leerrohre für Lichtwellenleiter verlegt. Je nach Wärmeleitfähigkeit des Bodens werden die Leerrohre mit einer thermischen Bettung umgeben. Das kann zum Beispiel feinkörniger Sand sein. Über die thermische Bettung werden zum Schutz der Kabel Abdeckplatten gelegt. Auf die Abdeckplatten kommen dann noch Markierungsbänder. Danach wird der Graben bis zum Muffenplatz wieder verfüllt. Die gesamten Arbeiten werden naturschutzfachlich begleitet und überwacht. Für eine zweisystemige 380 kV Verbindung werden insgesamt 12 Kabel verlegt, also 6 pro System. Weil sie so dick und schwer sind, kann an Land maximal 1 Kilometer Kabel am Stück transportiert werden. Schwerlasttransporter bringen die großen Kabeltrommeln zum Muffenplatz. Dort werden die Kabel dann in die Leerrohre gezogen, direkt von der Trommel. Bis zum nächsten Muffenplatz, wo jeder einzelne Kabelstrang mit dem nächsten Kabelstrang verbunden wird. Die Verbindung der Kabel erfolgt dabei mit Spezialmuffen, annähernd unter Reinraumbedingungen, also gut geschützt vor Staub und Partikeln. Das minimiert das Ausfallrisiko. Die Muffen selbst werden mit Ankern an einer schweren Bodenplatte befestigt. Bei etwa jeder zweiten Verbindungsstelle kommen Crossbonding-Muffen zum Einsatz. Crossbonding-Muffen verhindern Zusatzverluste.
Die Abdeckplatten ihrer Kästen ragen auch nach dem Verfüllen des Baugrabens einige Zentimeter aus dem Boden, auf etwa 2 Quadratmetern. Wo die Flächennutzung es erfordert, werden sie deshalb mit Anfahrschutzbügeln ausgestattet, damit sie keinen Schaden nehmen oder verursachen. Bei Planung von 380 kV Erdkabeln wird versucht, Strecken möglichst geradlinig zu führen. Je nach örtlichen Gegebenheiten ist es aber auch möglich, Erdkabel in Radien von bis zu 15 Metern zu verlegen. Nach der Bauphase sind Erdkabel dann nahezu unsichtbar, so wie viele Bürger sich das wünschen. Damit können Erdkabel dazu beitragen, dass der dringend notwendige Leitungsbau größere Akzeptanz findet.